Ich habe folgende wunderbare Frage zur Aufgabe 112 aus unserem Übungsheft zugeschickt bekommen und würde gern versuchen, die jetzt hier kurz in diesem Video zu beantworten. In der Aufgabe war dieses Schaltbild gegeben mit einem Widerstand und einer Kapazität. Ich schreibe nur noch ein C dran, parallel, und dann gab es sozusagen in Reihe dazu nochmal einen Widerstand und nochmal eine Kapazität C in Reihe. Und dann gab es hier vorne eine Eingangsspannung, das soll ein E sein, und hier hinten gibt es eine Ausgangsspannung, UA. Und man sollte dieses Verhältnis hier berechnen, UA zu UE, also die Ausgangsspannung zur Eingangsspannung. Und da sollte dann laut Musterlösung nicht 4/5 rauskommen, sondern 2/3. Und das ist genau diese Frage. Also hier gibt es eine Lösung und die sieht auf den ersten Blick vielleicht auch echt plausibel aus, aber da kommt man eben auf das falsche Ergebnis, nämlich 4/5 und nicht 2/3. Und die Frage ist jetzt, warum kommt man mit diesem Lösungsweg hier auf das falsche Ergebnis und nicht auf das richtige? So, also das erste Problem liegt darin, dass in der Aufgabe gegeben war, dass das eigentlich mal ein Widerstand R1 war und eine Kapazität 1 und ein Widerstand R2 und eine Kapazität 2. Und dann war gegeben, dass R1 gleich R2 gleich 1 durch Omega C1 gleich 1 durch Omega C2 ist. Und das ist versucht hier so ein bisschen Ersatz hinzuschreiben. Die Werte der Widerstände sind alle gleich, also bezeichne ich alle mit R. Naja, das ist so semi-richtig. Also eigentlich ist damit gemeint, dass die Beträge und dann nicht der Widerstände, sondern die Beträge der Impedanzen, die sind alle gleich groß. Weil das, was hier oben steht, das R und das R und das 1 durch J Omega C oder das 1 durch Omega C und 1 durch Omega C2, das sind eigentlich sowas wie die Beträge der komplexen Impedanzen, denn die komplexe Impedanz von dieser Kapazität hier ist 1 durch J Omega C1. Und hier ist die Impedanz auch 1 durch J Omega C2. Ja, und wenn man den Betrag davon nimmt, sozusagen den Imaginärteil, dass J die Imaginäreinheit weglässt, dann bleibt das da oben über. Also nicht die Werte der Widerstände sind gleich, sondern die Beträge der Impedanzen sind alle gleich. Und deshalb kann man die alle mit R bezeichnen. Naja, so fast. Denn das J muss hier unbedingt noch mit rein. Ne? Also hier müsste eigentlich stehen R mal 1 durch J und auch R mal 1 durch J. Und das R mal 1 durch J kann man auch schreiben, 1 durch J kann man auch schreiben als minus J mal R. Und das kann man auch schreiben als minus J mal R. Und dann wird da schon eher ein Schuh draus. So, und jetzt wurde dann als nächstes versucht, diese Ersatz, also diese Parallelschaltung hier mal zu einer Ersatzimpedanz zusammenzufassen. Das schreibe ich jetzt hier nochmal hin. Z-Ersatz 1, das soll genau das hier oben sein, das soll das Z-Ersatz 1 sein. Und das wäre halt R1 parallel zu, ja, das kann ich gleich direkt hier so schreiben, oder, also ich lasse mal das 1 weg, weil das ist ja, das haben wir ja gesagt, das nehmen wir alles mal R, so wie hier oben. R parallel zu minus J mal R. Und das kann man natürlich schreiben, so wie man R1 parallel R2 schreibt, als Produkt dieser beiden, also R mal minus JR, das Produkt geteilt durch die Summe R minus JR. Und da kann man jetzt, wenn man möchte, eben ein R rauskürzen. Also hier oben eins aus dem Produkt und hier unten das aus der Summe. Dann bleibt hier vorne eine 1 über. Und jetzt hat man halt sowas. Minus J mal R durch 1 minus J, um den Nenner dieses Bruches wieder reell zu machen, kann man so einen Trick machen. Der übliche Trick ist, man erweitert mit dem Konjugiert Komplexen, also wir erweitern mit dem, was hier unten steht, aber mit umgekehrtem Imaginärteil. Hier steht 1 minus J, also erweitern wir mit 1 plus J und hier oben natürlich auch mit 1 plus J und rechnen das mal einfach aus. Dann steht halt hier unten die dritte binomische Formel, 1 mal 1 und minus j mal j. J mal j ist minus 1, mit dem Minus davor ergibt das eine plus 1, also steht da 1 plus 1 und das sind 2. Und hier oben kann man das so ähnlich machen. Minus jr mal j, j mal j, das schreibe ich hier nochmal hin, j mal j ist j Quadrat und das ist das gleiche wie minus 1. Und dann haben wir
mit dem Minus davor eben plus 1, also eine 1, und noch mit einem R dazu, also nicht nur eine 1, sondern ein R. Und dann minus j mal r ist minus j mal r. Und jetzt könnte man da vielleicht noch das r ausklammern und sagen, das wäre halt sowas wie r mal 1 minus j durch 2 zum Beispiel. So, das wäre dann eben nicht der Ersatzwiderstand, sondern das wäre auch eine Ersatzimpedanz für diese Schaltung, denn wir müssen bei sowas unbedingt mit komplexen Impedanzen rechnen und der ist dann eben nicht so, wie man denken könnte, okay, R und R, dann ist das gesamte R halbe, sondern das ist nicht R halbe, sondern das ist R halbe mal 1 minus J. Ja, also das Z-Ersatz 1, was wir ja ausgerechnet haben. So, und dann kann man natürlich weitermachen mit dieser Spannungsteilregel hier und muss ich jetzt noch überlegen, was passiert denn hier unten mit diesem. Und ich nehme da mal jetzt eine andere Farbe für, nehme mal blau und fasse mal das zusammen und sage, das soll jetzt ein Z-Ersatz 2 werden für diese Reihenschaltung und das Z-Ersatz 2 ist dann vielleicht ein bisschen einfacher, das ist R und dann eben auch minus j mal r. Und dann kann man auch wieder das r ausklammern und dann kommt da raus, das ist r mal in Klammern 1 minus j. Und wenn man das jetzt mal mit dem hier vergleicht, dann stellt man fest, das ist eigentlich so ziemlich genau das gleiche wie das hier oben halt doppelt. Also z-Ersatz 2 ist das gleiche wie 2 mal Z-Ersatz 1. Ne? Wenn man das Z-Ersatz 1 hier einsetzt, kursiv 2 mit der 2 weg, dann bleibt genau das R mal 1 minus J über. So, und das kann man jetzt wunderbar hier in diese Spannungsteilerregel einsetzen, weil dann steht hier nämlich, also die Ausgangsspannung, das ist ja die Spannung, die nur über dem Z-Ersatz 2 abfällt, Z-Ersatz 2 geteilt durch, und die Eingangsspannung ist die Gesamtspannung, das ist die, die immer der Reihenschaltung von Z-Ersatz 1 plus Z-Ersatz 2 abfällt. Also steht hier Z-Ersatz 1 plus Z-Ersatz 2. Genau, und das ist es schon. Und das können wir jetzt halt wunderbar einsetzen und sagen, Z-Ersatz 2 ist so viel wie 2 mal Z-Ersatz 1. Und hier unten steht dann eben Z-Ersatz 1. Schreibe ich nochmal einfach ab. Z-Ersatz 1 plus auch 2 mal Z-Ersatz 2, Entschuldigung, Z-Ersatz 1 natürlich. So, und dann sieht man, dass man hier jetzt Z-Ersatz 1 aus diesem Bruch rauskürzen kann, dass hier eine 1 überbleibt und dass dann genau das gewünschte Ergebnis von 2 Drittel überbleibt. Und das ist des Rätsels Lösung, warum bei dieser Aufgabe nicht 4 Fünftel, sondern 2 Drittel rauskommt. Ja, und das liegt eben daran, dass diese Impedanzen nicht nur R sind, sondern minus J mal R und minus J mal R und dass eben nicht wirklich hier mit Widerständen zu rechnen ist, sondern mit Impedanzen zu rechnen ist. Und dass deshalb diese Spannungsteilregel, so wie sie aufgeschrieben ist, leider falsch ist und eher so aufgeschrieben werden muss. Und interessanterweise, obwohl hier was Komplexwertiges steht und obwohl hier was Komplexwertiges steht und man hier auch noch natürlich in dem Z-Ersatz 1, was Komplexwertiges drinsteht, sich das Z-Ersatz 1 am Ende komplett rauskürzt, sodass, obwohl diese Schaltung sozusagen Kapazitäten hat, die irgendwo eine Spannungs-, also eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung hervorrufen und eine komplexe Impedanz haben, kommt am Ende für das Ergebnis dieser Spannungsteilerregel für das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung eine rein reelle Zahl raus. Also wenn man sich hier Eingang und Ausgang anguckt, dann gibt es keine Phasenverschiebung zwischen diesen beiden Spannungen. Also sieht das eigentlich von außen so aus, wie wenn es in dieser Schaltung tatsächlich nur Widerstände gäbe, weil sich der Einfluss dieser Kapazität und der Einfluss dieser Kapazität genau gegenseitig aufheben.